Ich grüße euch, ein kleines Update-Video zum Review von Yooka-Laylee. Es geht um die Performance auf Konsolen. Wir haben leider keine Codes bekommen, um jetzt die Konsolenversion, also die PlayStation 4 und die Xbox One-Version zu testen. Bedeutet, wir müssen uns auf das Internet verlassen. Kurz nochmal als Hinweis, die PC-Version lief butterweich. Ich habe keine Hiccups gehabt, ich habe keine Frame-Probleme gehabt. Das Spiel hatte einfach keinerlei Probleme. Es lief immer gut und immer wunderschön. So. Konsolenversion anscheinend läuft nicht so wunderschön. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass vor allem die Xbox One Probleme hat. Ich habe jetzt sehr viele Berichte mir angeguckt, ich habe sehr viele Videos mir angeguckt, ich habe jetzt über eine Stunde Zeit rein investiert, da ich nun mal, wie gesagt, nicht selbst das testen kann. Und das, was ich bisher zusammengetragen habe, ist, dass die Xbox One auf jeden Fall die größten Probleme hat. GameXplain hatte ein Review gemacht, wo sie Gott sei Dank auch mal eine zähnige Zeit haben, was passieren kann. Und zwar, dass für 5 Sekunden wirklich das Spiel einfach stehen bleibt, dass dann in der Zeit einfach nichts passiert. Ansonsten gibt es halt Ruckler, wenn Partikeleffekte in die Kamera reinfliegen. Das ist bekannt, sowas ist halt ein Fillrate-Problem, kann man eigentlich was gegen machen. Aber da die Lead-Plattform der PC war, also Playtonic halt wirklich das Spiel für den PC entwickelt hat und Team 17 die Konsolenportierung übernommen hat, wird es wahrscheinlich da das Problem sein, dass einfach das nicht aufgefallen ist letztendlich. Naja, solche Probleme sollte es natürlich nicht geben, vor allem dieses Stehenbleiben geht gar nicht. Das mit den Partikeleffekten ist eine Sache, das ist okay, das kann man sogar noch schnell fixen, das ist überhaupt kein Problem. Aber das Stehenbleiben führe ich tatsächlich auf die Unity Engine zurück, denn die Unity Engine hat keine gute Zeit auf den Konsolen bisher gehabt. Die Unity Engine ist perfekt auf Linux, auf Mac, auf PC. Die Unity Engine ist ebenfalls perfekt auf Android und auf iOS. Die Unity Engine aber auf Konsolen funktioniert nicht. Aus irgendwelchen Gründen klappt das einfach nicht gut. Ich gehe davon aus, dass es mit dem Garbage Collector zu tun hat. Der Garbage Collector ist dafür verantwortlich, dass der Arbeitsspeicher wieder freigepustet wird, nachdem er mit Sachen vollgestopft wurde. Man kann dagegen etwas tun, indem man seinen Programmcode so auslegt, dass nicht allzu viel Arbeitsspeicher neu angelegt werden muss, damit nicht allzu viel wieder freigepustet werden muss. Aber vor allem, wenn die Lead-Plattform PC ist, denkt man an sowas nicht und man bekommt diese Problematiken auch gar nicht mit. Bedeutet, ich gehe davon aus, Playtonic hat einfach gar nicht gewusst, was für Probleme da auf der Konsole entstehen können. Wir hatten ja damals die PlayStation 4-Version gespielt. Es wurde uns damals als Demo-Version bezeichnet, es war aber gar nicht keine Demo-Version. Es wurde nur gesagt, sozusagen, ja, es sind ja die ersten 2 Welten und es ging dann vielleicht darum, dass die gesagt hätten, sollten wir es in 2 Stunden in die 3. Welt geschafft haben, nee, nicht in die 3. Welt gehen. Darum ging es halt. Es war höchstwahrscheinlich die Gold-Version damals, die wir getestet haben oder halt testen durften. Aber es wurde nicht gesagt, dass es die Goldversion ist. Naja, wurscht. Es geht einfach darum, wir hatten das auf einer originalen PlayStation 4 gespielt und das Spiel lief normal. Es hatte keine Hiccups, keine Probleme. Ich bin ja jemand, der auf sowas unfassbar stark achtet, dass die Framerate wirklich konstant ist und auch keine Hiccups oder sonstiges hat. Und ich hatte sogar den Playtonic-Mitarbeiter gesagt, ey, ich bin beeindruckt, wie gut Yooka-Laylee läuft und ich habe echt schlechte Erfahrungen gehabt mit Unity-Spielen auf PlayStation 4. Ich hatte ja dieses Feuerwehrmann-Spiel getestet, keine Ahnung mal, wie das hieß. Ich hatte ein Space-Dingsbums getestet. Beide hatten immer diese Hiccup-Probleme. Firewatch ist ein gutes Beispiel, das auch Hiccups hatte und Frame-Probleme. Unity war halt immer problematisch und Yooka-Laylee war sozusagen das erste Spiel, was ich kenne, was tatsächlich gut lief auf der PlayStation 4. Umso erstaunlicher ist es, dass es anscheinend doch noch Probleme gibt. Ich habe witzigerweise keine wirklichen Berichte darüber gelesen. Oder sagen wir eher, ich habe keine wirklichen Videos gesehen von der PlayStation 4-Version, wo es da diese Framerate-Probleme gab. Ich habe aber die Xbox One-Version in einigen Videos gesehen, wo man das teilweise wirklich gesehen hat, dass eben da aus irgendwelchen Gründen die Bildrate kurz nach unten ging. Nicht, dass ich sagen würde, ein Dealbreaker, aber sie ging auf jeden Fall merklich nach unten. Ich würde sagen, es wird so häufig sein wie bei Zelda auf der Switch. Vor dem Patch natürlich. Nach dem Patch ist es ein bisschen besser geworden. Vor dem Patch. Dass es halt hin und wieder in den Keller geht und man sich fragt, warum? Jetzt ist doch gerade überhaupt gar nichts los. So in der Art wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ärgerlich und doof, aber ich bleib dabei, es wird auf Unity zurückzuführen sein. Yooka-Laylee läuft auf Unity 5.4. Das habe ich in den Errorlogs gelesen. Das kann man, jedes Unity-Spiel wirft Errorlogs aus, wo man ein paar Infos rausfischen kann, was vor allem interessant ist, um den Entwicklern zu helfen, um zu sagen, ey, deswegen funktioniert das Spiel anscheinend nicht. Dazu ist es ja gemacht, damit man das nachlesen kann. Und die neueste Version ist 5.5. Ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich die Konsolen 5.5 verwenden. Ich weiß, dass die Switch Unity 5.5 verwendet. 5.6 ist jetzt übrigens gerade rausgekommen.
Die Switch-Version wird auch bald geupdatet, damit das eben dann auch die neueste Version verwendet. Und ich gehe davon aus, dass die Switch-Version tatsächlich einen Vorteil haben könnte gegenüber den anderen Konsolen, denn die Switch verwendet den Tegra X1-Chipsatz. Bedeutet, das ist halt ein Chipsatz, der eigentlich aus dem Mobile-Bereich kommt und Unity lief bereits vorher hervorragend auf Mobile. Deswegen gehe ich davon aus, dass Unity gut optimiert ist für die Switch. Es wird deswegen sehr interessant, wie die Switch-Version aussieht. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass es einfach in 27p laufen wird, aber fast identisch aussehen wird mit der Xbox One und der PlayStation 4-Version. Also ja, muss man sehen, was da am Ende rauskommt. Also ja, die Frame-Probleme existieren. Ich würde daher ganz stumpf behaupten, die Xbox One hat daher die größten Probleme, weil da habe ich das am meisten gesehen und tatsächlich auch als jemand, der die PlayStation 4-Version gespielt habe, wo ich es gemerkt habe, geht davon aus, dass das große Problem ist. Aber Playtonic hat anscheinend einen Reviewer bereits gesagt oder mehreren, ey, wir kennen die Probleme, wir wollen daran arbeiten, es wird einen Patch geben, der daran arbeitet. Ob dadurch die Probleme komplett eliminiert werden können, ob Team 17 das alleine machen muss oder Playtonic sich da selbst mit dran setzt, ist eine Sache für sich. Ich gehe davon aber aus, dass diese Probleme bekannt waren tatsächlich, aber Zeitdruck dahinter waren. Das Spiel musste raus. Playtonic ist ein Indie-Entwickler und die können sich auch nicht ewig sozusagen von Luft und Liebe ernähren. Bedeutet, sie müssen jetzt auch irgendwie Geld machen, damit sie weit überleben können. Von daher ist klar, dass wenn das Spiel auch jetzt noch nicht 100% fertig sind, ich meine, ich habe auch erwähnt im Review, dass die Bossgegner nicht so polished sind, wie man sich das gerne wünscht. Und es gibt ein paar Ecken und Kanten, die ich vielleicht nicht so schlimm empfinde, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Reviewer einfach anderes gewohnt sind, dass alles schön abgerundet Call of Duty ist, dass man weiß, dass alles irgendwie rundlaufen wird, auch wenn es langweilig ist, keine Ahnung, aber dass es halt abgerundet ist, das erwartet man heute eher. Diese Ecken und Kanten sind tatsächlich ungewohnt. Aber ja, das ist sozusagen die aktuelle Situation. Ich würde jedem empfehlen, der seine Version jetzt storniert hat, ist okay, lasst sie storniert, wartet einfach, was noch passieren wird. Wartet darauf, wann der Patch da ist und wartet darauf, ob diese Probleme gelöst sind oder steigt einfach direkt auf die PC-Version um. Denn ganz ehrlich, wenn ihr einen PlayStation 4-Controller oder einen Xbox One-Controller oder sogar einen Switch-Pro-Controller rumliegen habt, könnt ihr den einfach an den PC anschließen und dann eh am PC spielen. Und das Spiel gehe ich jetzt mal davon aus, dass das auch nicht wirklich so leistungsfressend ist. Wenn ich das mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde in 2K spielen konnte mit einer 980 GeForce-Karte, gehe ich davon aus, dass die meisten das in 1080p mit einer guten Bildqualität auch spielen können, mit einer schlechteren Grafikkarte. Das sollte funktionieren, denn wie gesagt, Unity ist eigentlich performant auf dem PC. Eigentlich. Es sei denn, man hat es verkackt. Und davon gibt es auch ein paar Beispiele, aber dieses Spiel sollte es eigentlich nicht sein. Ja, das war das Update-Video dazu. Ich hoffe, es hat vielleicht noch ein bisschen Klarheit in die Sache gebracht. Metascore geht ja aktuell hoch und runter und keiner kann sich entscheiden, ist das Spiel jetzt irgendwie gut, ist das Spiel nun scheiße. Ich bleib dabei, wer Banjo-Kazooie mochte, wer Banjo-Tooie mochte und damit Spaß hatte, wird auch mit diesem Spiel Spaß haben. Es geht nicht darum sozusagen, dass es jetzt komplett die Welt revolutioniert. Es hat die Ärgernisse von damals, ja, aber die Ärgernisse damals haben mich nicht gestört und sie stören mich heute nicht. Sie stören mich einfach nicht. Ich kann damit umgehen. Es ist okay. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Wir sind heute so gewohnt, dass wir an die Hand gehalten werden, dass die Spiele uns die ganze Zeit belohnen und uns tätscheln und sagen, du bist der geilste Mensch auf diesem Planeten, dass wir ein Spiel, das einfach nur sagt, ey, mach Aufgabe, sammel Sachen, mach selbst, das sind wir vielleicht einfach nicht mehr gewohnt. Das sind wir nicht mehr gewohnt und deswegen kann ich auch verstehen, dass einige damit einfach nicht klarkommen. Dennoch bleibe ich dabei, das Spiel ist hervorragend. Alle, die die Spiele von damals liebten, werden dieses Spiel auch lieben und sehr viel Spaß damit haben. Und da, ja, macht euch da bitte keine Gedanken. Wer aber wirklich sozusagen noch drüber nachdenkt, ob das Spiel was für ihn ist, ihr könnt auch warten. Niemand zwingt euch, wartet auf den Sale. Das ist überhaupt kein Ding. Das ist ja immer die wichtigste Devise überhaupt. Vor allem bei PC-Spielen. Wartet einfach auf den Sale. In einem halben Jahr, spätestens wenn jetzt hier Sommeraktion ist, wird das Spiel bestimmt schon mal 15% günstiger sein und dann könnt ihr es auch günstig kaufen. Gut, das soll aber das Update gewesen sein zum Review. Ich hoffe, die einen oder anderen sind jetzt ein Ticken beruhigt und können jetzt ruhig schlafen, vor allem wenn die PlayStation 4-Version benutzen. Das einzige Problem, das tatsächlich die Konsolenversion haben, ist längere Ladezeit. Ja, die Ladezeit am Anfang ist nervig lang und der Ladebildschirm ruckelt. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich hier in den Fotos schon mal kurz gezeigt habe, wie der Ladebildschirm aussieht. Bestimmt wird er mal vorgekommen sein. Bedeutet, ja, es ruckelt halt, der Ladebildschirm. Aber das ist ein Ladebildschirm, also fuck it.
Naja, gut, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.